Also erfahrene Vogelkundler erkennen Vögel oftmals am GISS, G-I-S-S geschrieben. General Impression, Shape and Size, das heißt allgemeine Erscheinung, Größe und Form. Und da muss man gar nicht großartig die Farbverteilung sehen, da sieht man den Flügelschlag, da sieht man den Habitus und dann weiß man das. Aber dazu braucht man viel Erfahrung. Ansonsten, der Lebensraum ist hilfreich, wenn es in der Brutzeit ist. Vögel können natürlich auch rumfliegen. Aber so, ich sag mal, jetzt im Wald, in der Waldakademie, Waldvögel, die sieht man ohnehin ja eher nicht, zumindest wenn es belaubt ist. Da muss man sich nach den Stimmen richten. Und auch nach dem Lebensraum. Also Wald ist ja auch nicht gleichförmig. Es gibt Nadelwald, es gibt Laubwald. Es gibt Vögel, die singen aus dem Unterholz. Es gibt welche, die sitzen immer in der höchsten Spitze. Man muss die Jahreszeit betrachten. Also kann das überhaupt sein, dass jetzt ein Vogel, der ein Zugvogel ist, dann schon im März singt? Wahrscheinlich eher nicht, wenn er im Mai erst kommt. Oder Offenlandvögel kann man im Wald auch ausschließen. Also eine Feldlerche im Wald ist dann keine. Jeder Lebensraum hat auch eine eigene Klangkulisse. Es gibt Vögel, die wie der Buchfink oder der Buntspecht, die findet man in vielen Lebensräumen, also im Wald, in verschiedenen Waldtypen, aber auch in größeren Parks, in Gärten und auf Waldfriedhöfen. Und dann gibt es welche, das sind Spezialisten, die kommen zum Beispiel nur im Fichtenforst vor. Und das sind dann Arten, wo man sagen kann, okay, dann das schränkt die Auswahl dann schon mal ein. Wenn ich hier im Fichtenforst bin, da kommen nicht so viele in Frage. Und wenn man dann so ein hohes Gewisper hört dann, und das auch galoppierend klingt, dann ist das zum Beispiel ein Wintergoldhähnchen. Und ansonsten, ja, wenn man die Stimmen hört, muss man auch wissen, was es bedeutet. In der Brutzeit singen ja die Vögel. Und viele denken, die singen immer, die singen aber nicht immer. Gesang ist nämlich, hat zwei Grundfunktionen, nämlich Revierverteidigung und Brautwerbung. Und nicht alle Vögel haben ein eigenes Revier, Schwalben zum Beispiel nicht und Stare nicht, singen aber auch zur Brautwerbung. Und deswegen singen auch nur die Männchen zur Brut- und Balzzeit. Außerhalb nicht. Trotzdem gibt es ein ganzes Lautrepertoire. Es gibt zum Beispiel verschiedene Rufe, Warnrufe, Bettelrufe, Angstrufe. Können wir das mal vielleicht bei der Amsel mal uns anhören. Die Amsel singt, also das Amselmännchen. Das tut es eben nur zwischen Februar und Juli. Dann ist die Brutzeit vorbei. Dann singen sie praktisch von einem Tag auf den anderen nicht mehr. Lustigerweise kriege ich dann immer Anrufe. Was ist da los? Die singen nicht mehr. Die alle gestorben. Nee, die sind in der Mauser. Dann singen die auch nicht mehr. Erst wieder im nächsten Frühjahr. Also wenn die Amsel jetzt singt, klingt das sowieso. Heißt also übersetzt, an ein artgleiches Männchen gerichtet, an ein anderes Amselmännchen, hau ab, das ist mein Revier, bleib hier weg. Und an ein Weibchen gerichtet, an ein Amselweibchen gerichtet, andere Vögel interessieren sich nicht dafür. Komm her, ich bin ein toller Bräutigam mit eigenem Grundbesitz, nimm mich. So, jetzt haben die Amsel meinetwegen Küken oder Junge. Und die verlassen das Nest, bevor sie richtig fliegen können, verteilen sich dann im Garten oder im Wald. Die Amsel ist ja ursprünglich ein Waldvogel gewesen, im tiefen, dunklen, dichten Wald. Und seit 150 bis 200 Jahren hat sie ja erst den Siedlungsraum erobert, wie viele andere Vögel nach ihr auch. Und die Jungvögel müssen ja ihren Eltern mitteilen, wo sie sitzen und dass sie Hunger haben. Das sind dann die sogenannten Standort- und Bettelrufe. Dann wissen die Eltern, aha, da sitzt nicht nur ein Küken, so Amselküken, sondern eins von meinen. Und sie wissen auch welches.
Das können Sie sicher heraushören. So, jetzt sehen die meinetwegen eine Katze. Wir hatten ja gerade irgendwie eine Katze hier. Und da würden die, wenn die noch weit weg ist und sich putzt und harmlos ist, dann würden aber die Amseleltern schon mal den Bodenfeind-Warnruf in leichter Form bringen. Kennt auch irgendwie jeder. Jetzt kommt die Katze näher, das muss man nicht sehen, man kann das hören. Und wenn die Katze nun gefährlich nahe kommt und die Amseln haben wirklich kleine zu verteidigen, sonst fliegen sie einfach hysterisch zeternd weg, dann fangen sie an ganz gellend zu tixen, nennt man das. Viel gellender als ich es kann, vor allem erst bei Wind. Das ist dann also Hochalarm. Und ganz anders klingt es wiederum, wenn jetzt ein Falke oder ein Sperber in der Luft ist. Dann ertönt der Luftfeindalarmruf. Der ist bei sehr vielen Vogelarten ganz ähnlich und ein ganz hohes, fast tonloses und schwer zu ordnendes und Ziehen. Das kann ein Sperber zum Beispiel kaum oder gar nicht orten, wenn er es dann überhaupt hören kann. Und wenn man dann noch guckt, was macht der Vogel? Bleibt er jetzt ruhig sitzen oder stürzt er sich kopfunter in Deckung? Dann kann man auch Rückschlüsse ziehen, was da los ist. Also wenn er sitzen bleibt, ist es wahrscheinlich ein Bussard, der seinem Amsel nichts tut. Und wenn er wirklich jäh links in der Deckung verschwindet, dann ist ein Sperber im Anflug. Also zum Teil kann man es lernen, aber ich habe mir erstmal die Techniken beigebracht, aber nicht, um imitieren zu können, sondern weil ich Spaß hatte, mit meiner Stimme zu experimentieren. Und habe verschiedenste Kehltechniken, Pfeiftechniken mir beigebracht und daraus hat sich das ergeben. Ich mache auch nicht nur Vögel, ich habe ein Repertoire von etwa 130 Vogelarten, aber ich mache auch Säugetiere, Amphibien, Insekten, also ich kann auch zum Beispiel eine Hirschbrunft in allen Facetten. Oder kämpfende Keiler oder ein Igel auf Brautschau. Nö, das ist so. Ja, und Amphibien und auch Insekten, also Heuschrecken zum Beispiel.